Servus und schön, dass ihr vorbeischaut. Ich bin der Kroko und das ist das 21. Video der Starterhaus-Serie. Wir bauen unser Starterhaus dieses Mal in die Riesenbaum-Tiger. Und es wird ein kleines Baumhaus. Damit würde ich sagen, packen wir's an. Wie in jedem Starterhaus-Video empfehle ich euch, dass ihr euch am Anfang mal ein bisschen umschaut. Es rentiert sich ein bisschen Zeit in die Hand zu nehmen, um den perfekten Bauplatz auszumachen, denn sonst würdet ihr nicht entdecken, dass hier hinten so ein mega hoher Berg steht, auf dem ihr die perfekte Aussicht über alles habt. Das heißt, schaut euch erstmal um, opfert ein bisschen Zeit, auch wenn es mal 2 bis 3 Minuten dauert, sucht euch einen Bauplatz aus und dann legt ihr los. In meinem Fall habe ich hier diesen wunderbaren Berg auserkoren, die ihr seht, und die Koordinaten sind wieder in der Videobeschreibung, falls ihr hier auch was bauen wollt. Und das allererste, was wir machen müssen, ist einen Baum raussuchen, auf dem wir unser Baumhaus machen wollen. Ich empfehle euch jetzt mal nicht, den höchsten zu nehmen, da habe ich noch ein bisschen was vor mit euch. Nehmt mal einen, der nicht ganz so hoch ist, und dann fangen wir von unten an. Das allererste, was ihr bauen könnt, das würde ich sagen, ist wirklich könnt, so ein bisschen Wurzeln. Ich baue immer gerne noch ein bisschen Wurzeln dazu, wo ich mir überlege, wie könnte der Baum hier weitergehen, wie könnte der aussehen, dass der hier unten ein bisschen Varianz bekommt. Das müsst ihr natürlich nicht am Anfang machen. Am Anfang kostet es nämlich nur Zeit, wertvolle Zeit, die ihr eigentlich nicht habt. Ich mache das jetzt in einem Tutorial, habe ich die Zeit, kann ich mir die Zeit hier nehmen. Für euch ist das noch nichts. Den Schritt könnt ihr einfach später machen, sobald ihr Zeit findet. Den Schritt, den ihr aber tun müsst, ist, ihr schnappt euch Fichtenholzstufen und geht hier an den Baum ran. Und jetzt heißt es, so weit ihr wollt, nach oben gehen. Eine Stufe so, eine so, eine so. So, hier muss ich schon wieder ein bisschen anpassen. Eine so. Hallo, guter Freund. Oh, jetzt muss ich euch was zeigen. Ich habe mir nämlich was eingerichtet. Und zwar, in meinen Tutorials spawnen prinzipiell eigentlich nie irgendwelche Kreaturen. Das Wetter ändert sich nicht und der Tagesrhythmus ändert sich nicht. Und warum tut er das? Weil ich eine Menge Kommentare eingebe und die habe ich jetzt automatisiert. Also passt mal auf. Ich tippe nichts. Das macht mein Rechner ganz alleine. So, kein Tageszyklus, kein Wetterzyklus, kein Mobspawning und die Zeit auf Mittag 6 Uhr gesetzt. Und wir haben natürlich vergessen, Firetick auszuschalten. Das Problem hatte ich noch nie, dass mir die Welt abfackelt. Wo kommt denn das Lava jetzt plötzlich her? Da fackelt mir doch jetzt alles ab. Ah! Nachdem ich den Waldbrand verhindern konnte, nehmen wir das Tutorial einfach wieder auf, so als wäre nichts gewesen. So, ich habe euch gezeigt, was ich immer zur Vorbereitung meiner Welten tue und gelernt, dass ich vielleicht Firetick noch ausschalten sollte. Aber wie gesagt, das ist mir tatsächlich bisher noch nicht passiert. So, jetzt müssen wir uns hier mit der Treppe weiter nach oben arbeiten. Dafür gehen wir immer einen Block nach oben. So, so, so. Wir arbeiten uns quasi Stück für Stück hier nach oben. Wir arbeiten uns mit der Wendeltreppe so weit hinauf, dass wir an einem Punkt ankommen, wo wir nach oben noch mindestens 7 Blöcke Platz haben. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also ich habe sogar noch 9, aber ich höre hier auf und dann löschen wir meine Hilfsblöcke jetzt wieder weg. Also ihr müsst noch ungefähr 7 nach oben Platz haben und dort geht ihr jetzt an die Ecke hin und schlagt erstmal 1, 2, 3 Blöcke weg. Erstmal, wir machen schon noch mehr weg, keine Sorge. Dann geht ihr hier an die Stelle hin, platziert eine Falltür. Hüpfen und Shift drücken, geht das? Eins. Ah, wir kriegen keine zweite drauf. Wir müssen hier noch eine oben drauf bauen. Ihr müsst euch im Survival ein bisschen zu helfen wissen. Ich kann hier einfach fliegen. Und zwar haben wir dann hier 1, 2, 3 Falltüren. Jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Punkt. Und zwar brauchen wir hier eine Plattform. Damit wir hier die Plattform bauen können, ist das für mich natürlich im Kreativmodus super einfach. Im Survival müsst ihr euch aber eine Leiter nehmen. Mit der Leiter hier nach innen 1, 2, 3 nach oben und dann hier ein bisschen freiräumen, dass ihr dann anfangen könnt, hier eure ersten Blöcke zu setzen. Ich empfehle euch, von unten die ersten zu setzen, damit ihr oben mit der Leiter schon mal einen Boden habt, auf den ihr raustreten könnt. Und dann müsst ihr euch hier halt konstant um den Baum rumhangeln. Zack, zack. Zack, es funktioniert alles im Survival, dauert nur alles immer etwas länger. Das ist die Grundlage unseres kleinen Baumhauses. Die erweitern wir an den Seiten mit Stufen, jeweils 1, 2.
Eins, zwei. Eins, zwei. Als nächstes brauchen wir oben auf unserer Plattform ein bisschen Platz. Deswegen empfehle ich euch, hier hinzugehen und 1, 2, 3, 4 Blöcke nach oben wegzuschlagen. Hier habt ihr auch gleich wieder Bauholz und habt gleich mal hier ein bisschen Platz geschaffen. Dann können wir den Bereich hier gleich nutzen. Und zwar schnappen wir uns zum einen ein Bett. Halt, da geben wir doch einfach mal. Ne, hier haben wir sie schon. Ich schnappe mir mal ein grünes, weil wir ja im Wald sind. Schnappe ich mir halt die. Brauchen wir vielleicht noch mal so. Zack. Und zwar schlage ich als allererstes mal die zwei Blöcke weg, setze hier ein Bett rein. Hier können wir schon mal übernachten. Und wenn wir wollen, können wir jetzt hier das hier noch durch ein Fass austauschen, haben dann automatisch gleich mal Stauraum und die Leiter bis nach oben. Jetzt können wir hier theoretisch schon übernachten. Es fehlt noch ein bisschen Licht, aber letztendlich könntet ihr jetzt die erste Nacht hier schon mal überlegen. Phantome tauchen noch keine auf und dass hier oben was spawnt oder raufläuft, die Wahrscheinlichkeit ist recht gering. Insofern, ihr könnt tatsächlich überleben. Ihr könnt auch, wenn ihr sagt, okay, ich möchte es noch ein bisschen sicherer haben, hier eine Falltür anbringen. Dann könnt ihr auch wirklich nur ihr hier rauf und runter. Genau, ich lasse es hier offen, ich finde es irgendwie offen hübscher. Nachdem es sich aber mit Dach über dem Kopf besser schläft, gehen wir jetzt wieder hier innen rein, platzieren hier oben 4 Truhen als Stauraum und fangen jetzt mit dem Dach an. Für das Dach brauchen wir Fichtenholztreppen, gehen hier hin, bauen 1, 2 Fichtenholztreppen nach vorne. Hier auch und wiederholen das Ganze für jede Seite. Dann gehen wir innen rein und bauen an die Treppen oben, unten, verkehrt herum, nochmal Treppen dran. Ganz einfach so. Jetzt blendet mich die Sonne. Das ist der Nachteil an den Shadern, aber sonst haben die Shader hauptsächlich Vorteile, denn die Welt sieht um einiges schöner aus. So, dann, sobald es geschafft ist, brauchen wir irgendeinen temporären Block. Dafür schnappe ich mir jetzt hier einfach einen Fichtenholzblock. Den platziere ich hier und jetzt platzieren wir an diesen Fichtenholzblock außen Falltüren ran. Und die sollten dabei natürlich nicht abstürzen. Also ihr seht schon, es ist auch gefährlich, dieses Haus zu bauen. So, und zwar, dass wir hier 1, 2, 3 übereinander kriegen. Und das schnappen machen wir natürlich auch wieder an jeder Seite und löschen dann wieder unsere temporären Blöcke hier raus. Also hier nochmal, hier und hier. Nun sind wir mit unserem Häuschen schon recht weit. Wir bringen jetzt hier an den Ecken noch jeweils Stützen an. Die gehen 1, 2 nach oben. Und falls ihr es nicht schon getan habt, könnt ihr die hier, also falls ihr die noch nicht weggebaut habt, könnt ihr die tatsächlich da lassen. Ich habe nämlich gedanklich einen Schritt vergessen. Und zwar wollen wir nämlich hier von außen ein Geländer anbringen. Dafür nehmen wir hier Eichenholzfalltüren. Die platzieren wir so. Machen im selben Zuge hier, in eine Richtung entscheiden wir uns mit der Treppe, ein kleines Dach hier drauf in Hand von einer Treppe und gehen so quasi jetzt einmal um das Haus herum, dass wir an jedem Ding dieses Geländer haben, damit niemand von uns runterfallen kann. Beim Bau fallen wir wahrscheinlich eh häufig genug runter. Ist gar nicht so leicht im Survival das zu bauen, ohne runterzufallen. Schreibt mir mal, allen, die es nachgebaut haben, schreibt doch mal in die Kommentare, wie oft ihr dabei runtergefallen seid. Ich denke, wenn ich das gebaut hätte im Survival, wäre ich öfter runtergefallen. Wette aber auch, dass es einige von euch gibt, die tatsächlich gar nicht abstürzen. Hier unten nicht vergessen, wir wollen hier unten natürlich auch ein kleines Geländer haben, dass keiner abstürzen kann. Halt das nicht so. Entweder machen wir so oder wir lassen den vordersten hier noch weg. Aber ich glaube, es schaut so eigentlich ganz nett aus. Nun ist unser Starterhaus eigentlich so gut wie fertig. Es gibt natürlich noch ein paar Kleinigkeiten, die wir machen müssen, unabhängig jetzt von der Inneneinrichtung. Es fehlt natürlich noch so ein bisschen Truhe und Werkbank, zeige ich euch später. Aber wir können zum Beispiel ein bisschen Beleuchtung anbringen. Und ich schnappe mir da sehr gerne die Laternen und Eisenzäune, auch wenn die am Anfang noch nicht erschwinglich sind. Am Anfang empfehle ich euch, baut einfach Fackeln hier an den Baum. Und später bringt ihr dann etwas schöner diese Laternen an. Und da müssen wir uns ein bisschen schauen, wo es am sinnvollsten ist. Am besten schnappt ihr hier unten so ein paar Blätter, macht 1, 2, 3, je nachdem, Zäune drunter und hängt dann eine Laterne dran. Ich gehe ein bisschen höher rauf, sah noch nicht so gut aus. Dann habt ihr hier schon mal Beleuchtung. Das könnt ihr natürlich für die anderen Ecken auch wiederholen. Macht unterschiedliche Höhen, variiert da ein bisschen. Das schaut immer ganz nett aus. Sagte er und machte die gleiche Höhe. Dann ist nicht nur die Laternen aufhängen ein Detail, sondern auch hier unten wollen wir unseren Weg etwas abstürzen. Da könnt ihr auch von unten einfach mal wieder loslaufen und könnt schauen, okay, halt, loslaufen habe ich gesagt. So, und schauen, wo baue ich hier am besten diesen Zaun hin. Der Zaun sollte immer so gebaut werden, dass er direkt unterhalb einer Stufe ansetzt. Sozusagen ist das wie eine
wie so Stabilisierung. Das funktioniert nicht. Gibt es das Wort Stabilisierung? Wenn nicht, habe ich es gerade erfunden. Hier. Und können wir es hier nochmal machen? Leider nein. Genau. War nur ein paar Ecken möglich, aber an den paar Ecken, finde ich, sieht es ganz nett aus. Dann könnt ihr natürlich hier die Möglichkeit auch noch nutzen, an den Punkten hier zum Beispiel Laternen anzuhängen, an den Ecken, um auch unten den Bereich zu beleuchten. Die Ecken eignen sich meistens hervorragend. Ja, genau, weil da ganze Blöcke sind. Und so könnt ihr auch schon den Treppenaufgang beleuchten und stellt sicher, dass da wenig bis keine Monster spawnen. So. Kommen wir rauf oder haben wir uns irgendwo verkalkuliert? Na, wir kommen rauf. Auch beim Raufgehen ein bisschen aufpassen. Man kann auch dort runterfallen, hier rein. Und dann kommen wir hier in unser Baumhaus. Und in unserem Baumhaus können wir natürlich auch irgendwo eine Laterne anbringen. Denkt immer dran, ihr könnt auch Fackeln platzieren. Spielt keine Rolle. Ich mache es jetzt mit Laternen, weil ich sie hübscher finde. Und man früher oder später sowieso Eisen findet. Nicht erschrecken, es hat sich einiges geändert. Aber das hat sich einfach nur aus dem Grund geändert. Ich möchte euch einfach zeigen, was alles möglich ist. In welche Richtung sich so ein Starterhaus entwickeln kann. Zum einen schauen wir mal hier oben in unser ursprüngliches Starterhaus hinein. Es ist eine Werkbank hinzugekommen, das Bett ist verschwunden, eine Kiste und ein Ofen. Und das Ganze habe ich jetzt ein bisschen aufgeteilt. Ich habe eigentlich immer dieses selbe Starterhaus an unterschiedliche Bäume dran gemacht. Und habe dann die Bäume mit Wegen und Abhängungen verbunden. Und das würde ich sagen, schauen wir uns mal ganz kurz an. Wenn wir jetzt hier den steinernen Weg raufmarschieren. Wir marschieren hier rauf. Ganz munter und mutig und kommen dann hier an so einem kleinen Scheidepunkt an. Wir können entweder hier runter spazieren und den Baum rauf oder wir spazieren hier den Baum rauf und kommen dann zu dem Weg, den wir gemeinsam gebaut haben. Wir können hier den Baum hinauflaufen, kommen hier schon wieder an den Punkt, wo wir einmal links abbiegen können über diese Brücke hier rüber. Hier sehen wir, haben einen kleinen Räucherofen, zwei Kisten und einen sehr schönen Ausblick. Dann kann man hier wieder nach unten, da kommen wir dann auf eine andere Brücke, die eigentlich auch nur noch hinunterführt. Hier könnte man sich vorstellen, geht es dann auch wieder weiter mit anderen Baumhäusern. Hier kann man dann auch ein Riesennetz an Baumhäusern aufbauen. Wir spazieren hier über diese Hängebrücke, die mir persönlich sehr gut gefällt, wie die hier abgehängt ist von diesem Ast. Und wir kommen hier nach oben, kommen dann hier in unser Starterhäuschen hinein. Und es ist natürlich so, dass hier eine kleine Brücke zu einem nächsten Baum führt. Und den höchsten Baum habe ich extra aufgehoben. Ich habe es euch ja gesagt, hier habe ich ein Doppelbett reingestellt. Der schließt hier direkt an den Baum an. Ist optimal, kann ich mir das Geländer sparen. Sitzen zwei Betten drin. Hier noch ein paar Klamotten. Finde ich es echt optimal gelungen. Und hier hat man natürlich den besten Ausblick dann, weil wir hier am weitesten oben sind. Das war es auch schon mit dem Starterhaus, beziehungsweise jetzt mit den Starterhäuschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne kommentieren. Damit würde ich sagen, zurück ins Studio. So, herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, es hat euch gefallen und geholfen. Das war's auch schon für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann vergesst nicht zu abonnieren. Macht es gut und wir sehen uns im nächsten Video. Pfiat euch!